das ist ein aktives Schwingungskontrollsystem für die leichte Fußgängerbrücke. Und wir benutzen Actuator-Sensoren, also die moderne Hegelungssystem hier. Die Muskel ist mit Luftdruck bedingt. Jetzt sind wir schon. Wie gesagt, also jetzt diese Brücke ist ruhig und dann es passiert nicht. Ja. Und aber wenn wir jetzt, also wir kontrollieren die Muskeln. Natürlich können wir auch die Muskelkraft erzeugen, damit diese Brücke einhängt. Resonanz ist eine, es wäre eine Katastrophe für eine Brücke. Es gibt in Brückenbau Geschichte, es gibt schon solche Unfall. Und genau, normalerweise wir bauen jetzt Brücke, heißt Brücke. Dazu braucht man normalerweise Dämpfer. Heutzutage sind die Passivdämpfer sehr weit angewendet, aber es gibt viele Nachteile von Passivdämpfer. Passivdämpfer ist sehr schwer, kostet viel Geld und nicht effizient. Also unsere aktive Dampfkontrolle, das konnte sehr effizient, sehr günstig.